Nein, hier sind wir nicht auf einer Polizeistation, sondern im Thalfinger Laurentius-Saal. Hunderte Menschen lassen hier völlig freiwillig ihren Fingerabdruck einscannen. Und dieser Mann will damit Deutschlands Superhirn werden. Der evangelische Pfarrer Ernst Burmann aus Elching im Landkreis Neu-Ulm will in der ZDF-Show 350 Mitglieder seiner Gemeinde allein am Fingerabdruck erkennen. Doch wie kann das funktionieren? Das Wichtigste, er muss die Versuchsteilnehmer persönlich kennenlernen. Dann verbinde ich eben den Abdruck mit seinen verschiedenen Strukturen, also mit Erinnerungen zum Beispiel, oder ich mache mir sonst wie eine Eselsbrücke und kennen wir was aus der Lebensgeschichte. Irgendwie kommt dann alles zusammen, so dass dann, wenn ich den Abdruck sehe, schon der Name im besten Falle aufleuchtet. Pfarrer Burmann macht nicht das erste Mal bei einer Fernsehshow mit. Vor 26 Jahren war er Kandidat bei Wetten, dass in Dortmund. Damals erkannte er erfolgreich 100 Menschen am Fingerabdruck. Und nun also 3,5-mal so viele bei Deutschlands Superhirn. Die Produktionsfirma Endemol ist auf jeden Fall von den Fähigkeiten des Geistlichen überzeugt. Wir haben uns für Herrn Burmann als Kandidaten entschieden, weil Herr Burmann zum einen ein sehr charismatischer Mensch ist und uns schon allein dadurch erstmal überzeugt hat. Und wir insbesondere auch seine Leistung, nämlich 300 Menschen nur anhand des Fingerabdrucks zu erkennen, sehr überragend finden. Burmann ist ein echter Tausendsasser. Der 63-Jährige ist Pfarrer, Religionslehrer, Reiseleiter und Romanautor. Und ein echter Rätsel- und Quizfan. Für Burmann kein Widerspruch zu seiner Pfarrertätigkeit. Ich bin leidenschaftlich gern Pfarrer, mag aber auch Quiz und ein bisschen Wettbewerb. Und auch in der Schule, meine Schüler stöhnen manchmal, was ich ihnen alles beibringen will. Also ein Bildungsfreak bin ich auch. Und das findet sich gut zusammen in dem, was jetzt da gerade vor mir steht. Auf seine Gemeinde kann der Pfarrer auf jeden Fall zählen. Für sie ist Burmann schon jetzt ein echtes Superhirn. Die Chancen sind gut, sehr gut, meine ich. Finde, so wie ich den Pfarrer Burmann kenne, macht er das spielend. Hundertprozentig. Wir werden ihn so unterstützen, der kann gar nicht anders, der muss gewinnen. Also es ist ein Superhirn. Das ist einmal amtlich. Also ich sag, ich bin Optimist. Er schafft's. Am 13. Mai geht es dann für Pfarrer Burmann und seine 350 Schäfchen zur Aufzeichnung der Sendung nach Berlin. Wir wünschen viel Glück.